alle Pferde in den Boxen. Und der Start erfolgt zur Kaltmann Frühjahrsmeile. Und da geht's gleich kräftig zur Sache. Zagun an der Innenseite will die Spitzenposition. Dahinter rückt Wetroff nach. Dann sehen wir außen Wonnemond. Daneben Stormy Antarctic. Innen davon ist Los Campanos aber erstmal durchgerückt. Und jetzt dritter vor Stormy Antarctic. Dann Palace Prince. Dahinter sehen wir an der Innenseite Madita Degas. Dann Wonnemond und Alinaro. Aber Zagun mit guter Pace hier vorn. Zwei Längen der Vorteil. Drei vielleicht jetzt vor Los Campanos. Dann Wetroff vor Palace Prince. Stormy Antarctic. Madita, dahinter Degas, dann Wonnemond und Alinaro. Es geht bergan in der Frühjahrsmeile und an der Spitze Zagun vor Palace Prince. An dritter Stelle Wetroff. Zagun vor nicht Palace Prince natürlich, sondern vor an zweiter Stelle Los Campanos. Dann Wetroff, dann Palace Prince und dahinter außen Stormy Antarctic vor Madita. Dahinter sehen wir Degas und hinten im Feld Alinaro mit Wonnemond. Aber Zagun marschiert. Luca Delosier hat immer noch einen Vorteil von drei Längen in die gerade mitgenommen. Dahinter Wetroff, aber außen der Favorit Stormy Antarctic. Gérald Mosse kommt jetzt mit der Attacke. Dahinter wird Madita zusehends stärker. Palace Prince versucht sich innen. Degas kommt auf, aber noch für Zagun. Jetzt ist außen Stormy Antarctic zur Stelle. Madita kommt dann ebenfalls näher. Madita außen jetzt nach vorn gekommen. Stormy Antarctic hält dagegen. Stormy Antarctic, Madita, dann Degas auf dem dritten Platz. Stormy Antarctic an der Innenseite. Madita außen kämpft. Stormy Antarctic aber auch dünn vor Madita, dann Degas, dann Palace Prince, Wonnemond, Alinaro, Wetroff und Zagun vor Los Campanos. So, und da haben wir auch den vorläufigen Richterspruch für das achte Rennen, die Kalkmann Frühjahrsmeile. Sieger ist die 1, Stormy Antarctic. Auf dem zweiten Platz die 9, Madita. Dritter die 2, Degas. Und vierter die 5, Palace Prince. 1-9-2 lautet somit das Ergebnis. Und wir warten jetzt auf den Sieger Stormy Antarctic, der sich hier gleich einmal kurz präsentieren wird vor der Haupttribüne, bevor es dann zum Zurückwiegen schnell nach oben geht. Die Siegerehrung hier gleich auf dem Geläuf.